Hallo meine Freunde, auch wieder hier mit Let's Play Bayonetta. Wir wollen weitermachen. Wir haben ja gerade vor euch vor ein paar Tagen den Prolog abgeschlossen und ich hätte vielleicht den. Okay. Das hätte ich vielleicht noch in die letzte Folge packen können. Egal, wir haben hier nach jedem Kapitel den Arcade und können können wir ja. Klar, mit dem besten Punktzahl. Ich versuche mal eine gute Punktzahl zu erreichen. Hoffe ich zumindest. Na, schaffe ich schon gar nicht mehr. Jo, ich bin so gut. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Irgendwo hier taucht aber noch so ein Special-Typ auf. Keine Ahnung. Dumm. Wow, 10 Punkte. Da können wir uns, glaube ich, gar nicht. Da ist er. Verdammt. Runde vorbei. 10 Punkte. Yay. Für 10 Punkte können wir uns rein gar nichts leisten. Ja. 70 Punkte wären schön gewesen. Oder 30. Ja. Wir tauschen die Ringe ein. Yay. Weil was andere Möglichkeit haben wir gar nicht. So. Wir sehen die, der Anfang. Dort geht's los. Und wir können. Ja, kurz mal das Spiel speichern. In der Engelsmetropole. Dauert das wieder so lange wie letztes Mal oder geht das diesmal? Na komm. Ich glaube, ich werde demnächst das Speichern einfach rausschneiden. So. Nehmen wir den Speicherstand 2. So. Mit 10.000 haben wir 10.000 Ringe haben wir das Spiel haben wir das beendet. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Und wir wollen weitermachen. Kapitel 1. Engelsmetropole. Oh yeah. Die Waffen sind ein wenig durchschlagskräftiger und man erkennt vielleicht Bayonetta hat recht nicht viel, aber sie hat Haare. So, I asked around, and some whale in Europe is trying to fence a huge rock on the black market. He calls it the right eye, saying it's part of some set called the Eyes of the World. Fits the bill of what you're after, don't it? Now, here's the funny bit. The stone passes around the halls of power for hundreds of years, vanishes, and then the black market goes white hot for the thing. But the seller wanted an arm and a leg for it, to the point no one could stomach the price. So back goes the stone, but not before everyone figures out where the guy is. You're gonna enjoy doing this one, I bet. I love sticking it to the rich. Of course, when you do, don't forget your old buddy Enzo stuck his neck out on this one. Slide me a few fuzzles out of the rich guy's pocket for my troubles, right? Anyways, you better get going before the trail gets cold. Off to the middle of nowhere. Paradise of Europe. Vigrant. Thank you.
So, this is supposed to be paradise? Wir sind angekommen und können hier Leute checken. Wo noch von Party? Von. Ja, bla bla bla. Kann man nützliche Infos kriegen? Wir können Sachen kaputt treten. Und alles Mögliche dabei kriegen. Die Mülleimer gehen auch kaputt, wunderbar. Jetzt sind wir im eigentlichen Gameplay angekommen. Es ist. Wie kam es? Oh. Ein Einhornhorn. Dort haben wir Mandragora-Wurzel. Und haben wir jetzt vielleicht noch die letzte Zutat. Kann ich ja vielleicht gleich mal zeigen. Was ist das? Schiffe, Urlaub, Zeitschirm, bla bla bla. Kann man nicht kaputt machen. So. Wenn ich alles kaputt knüppel, kann ich mal kurz erklären. Oh. Niederschmetterlinge füllt die Magie auf. Sehr gut. Und ansonsten haben wir hier nichts. Wir können aber auf den Zug beispielsweise laufen. Vom Zug können wir, glaube ich. Ging das nicht? Ich glaube, man konnte sich da hoch. Ich weiß nicht, ob es glitschen ist. Wie habe ich das nochmal gemacht? Ich bin schon mal da oben gewesen. Das ging irgendwie, obwohl man da, glaube ich. So ging das, genau. Kann man hier hoch. Und kann hier oben auch nochmal alles kaputt machen. Sicherheitskräfte und man sieht schon, was wir hier machen. Wir sind in so einer Art. Ah, wie kann man das sagen? Zwischendimension. Ah, und da haben wir gebackene Gecko. Und aus diesen drei Sachen kann ich mal vielleicht. Das war falsch. Wo war? War auf. Ja, das Menü war auf Select, warum auch immer. Ja, mal in unserem Waffenmenü haben wir im Moment nicht die großartige Auswahl. Wir haben aktuell drei Arcade-Kugeln. Wo auch immer wir die drei Arcade-Kugeln her haben. Und können hier Sachen brauen. Das kommt auch später. Wir haben Informationen über Gegner, alles Mögliche. Yay, hier können wir uns genauere Informationen dazu durchlesen. Wir haben auch später noch Bücher, die wir finden, die genauere Informationen zu, ja, zu den Ereignissen hier geben, zu der Geschichte des Spiels und zu halt Personen. Da ist gerade, glaube ich, jemand durchgelaufen. What the fuck? Egal, ich will hier mal ganz kurz alles so ein bisschen kaputt machen, um zu gucken, ob ich da ein paar Ringe rauskriege, weil ich möchte eigentlich ziemlich früh noch ein paar Moves kaufen, weil der nette Roden nicht nur Getränke, sondern vielleicht hat man es auch gesehen. Hat ja ein paar ganz nette Waffen. Die wir später auch erwerben können. Und dann wollen wir nochmal schauen, ob wir das vielleicht schaffen, da ein paar optionale Waffen zu kriegen. Ich hoffe auf eine ganz bestimmte, ganz ehrlich gesagt. Oh. Sehr schön, voller Magieanzahl. Der nächste Gegner, den wir treffen, der ist instant tot. So. Einhornhorn noch. Das ist zwar gerade nicht so spannend, aber ich hätte gerne am Anfang doch ein bisschen Material. So, das war's hier oben. Und dann können wir jetzt eigentlich auch. Ja, komm, machen wir ganz normal standmäßig weiter. Man kann sich halt ein bisschen umgucken. Ist ähnlich wie ein Zelda, aber es ist halt. Bayonetta ist ein Hack'n'Slay. Ganz einfach. Es ist halt, wie man gesehen hat, sehr, 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 sehr actionlastig. Yay. Ich glaube, hier lang müssen wir sogar. Na komm. Diese einlasse Kugel strahlt ein bizarres Licht aus, scheint Klang ab, wenn man sie nähert. Die Funktion der Hexen macht, das heißt, draufknüppeln bis zum geht nicht mehr und dann geht die Tür auf. Was musste ich hier nochmal machen? Ach so, mit dem Doppelsprung rüber, aber da unten war, glaube ich, so noch irgendwas. Oder? Ja, hier war eine Kiste. Gib mir die Kiste. Und in der Kiste haben wir ein Schlüssel, den man als Waffe benutzen kann. Ja, hier sind die Schlüssel etwas nützlicher als in Zelda. Ah, ganz hoch komme ich nicht. Schade. Nups, nups. Was ich übrigens auch sehr interessant finde. Oh, hi. Na, wer seid ihr denn? Rums. Ihr seid ein bisschen gespalten, meine Freunde. Und das war's schon. Das war eine Platin-Auszeichnung, würde ich mal behaupten. Yay. So, hier haben wir den Schlüssel.
Einmal aufmachen, bitteschön. Wunderbar. Platin. Höchster Rang. Sehr gut. Wahrscheinlich einer der wenigen Stellen, wo ich das schaffen werde. Und hier haben wir die angesprochenen Bücher. Eine Reiserichtung Wahrheit werde ich ehrlich gesagt nicht vorlesen. Vielleicht versteht man die Story zwar besser, wenn man sie vorliest, aber ganz ehrlich, nein. So, zwei zusammengesetzte Kristallstunden, davon liegt in Trümmern. Zerstörten. Ja, Hexenflechte. Durch das Hexenflechten werden. Ja. Die Haare als Verbindung benutzt, um Dämonen herbeizurufen. Fände diese Technik gemeinsam mit Schlag- und Trittkombos an, ohne verheerende Wirkung zu erzielen. Das ist halt so eine Finisher-Kombo. Wie man jetzt vielleicht gleich sehen wird. Rums. Und der hat mich gleichzeitig noch getroffen, die Sau. So, komm her. Und. Na, komm her. Rums. Dankeschön. Hat mich einmal getroffen. Das könnte noch Gold werden. Na, auch nochmal Platin. Sehr gut. Das war Vers 2. Würdest du danke, Bayonetta. Sehr zuvorkommend. Und die Statue ist wieder heil. Und jetzt kommen wir einer der seltsamen Rätsel. Ja. Weise das Licht uns Hexen des Schattens, wie ihr beide Kräfte. Wie ihre beiden Kräfte sich messen. So wird die folgende Gewitter ein Test. Willst du laufen lernen über Wasser, so musst du erst eigene Feuerreife beweisen und den Blitz um Haaresbreite ausweichen. Nichts anderes als, wir stellen uns hier hin, heben die Dinger hoch, lassen sie runter und beschwören durch einen Blitz. Und in der Hexenzeit können wir übers Wasser laufen. Und haben grün, die Vitalessenzen und kristalline Form enthält. Sorgt für sofortige Wiederbelebung. Lacht er das schon immer? Ich kann mich gerade nicht erinnern, so ein Item besessen zu haben. Vor allem wird es nicht angezeigt. Egal. Sei es drum. Machen wir die Tür auf. Oder was auch immer das ist. Es ist ein Fahrstuhl. Moment. Egal. Einmal hoch, bitte. Dankeschön. Und total unauffällig. Natürlich auf dem Aufzug. Menschen können dieses Gerät nicht bedienen. Sie haben vermutlich überhaupt keine Ahnung von den Ruinen, die sich unter ihren Füßen verbinden. Yay. Und wir können hier wieder. Wow. Wieder alles kaputt machen und kriegen hier ein bisschen Material. Ich werde das jetzt nicht das ganze LP durchziehen. Allerdings hier am Anfang ist es doch schon recht nützlich, sehr schnell sehr viel Material zu sammeln, aus dem einfachen Grund, dass man Material hat. Yay. Logik. Da waren gerade Schmetterlinge oder was? Oder war das noch von Bayonetta? Ne, war von Bayonetta Sprung. Yay, noch ein gebackener Gecko. Habe ich schon genug, um was brauen zu können? Ne, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ja, komm. Gehen wir raus. So, machen wir von hier aus mal ein bisschen Ramazama da vorne. Yeah. Ja, die Leute merken das auch. Oh. Ein Portal. I knew it. This town's teeming with Heaven's little helpers. It's making my buddies downstairs awfully nervous. And your point is? Some places in this world are closer to Paradiso or Inferno. The rat hole of the town you and I live in is close to both. But the Vigridians, they got a special air about them. They're closer to Paradiso than anyone should ever be. And that shit just plain creeps me out. I guess I'm gonna have to set up shop here and score me some halos. These stupid rings are worth a fortune back home. Since it seems you're spoiling for a fight, if you come across any of these,
Bring them to me, and I'll hook you up. Another one looking to line his pockets. I'm beginning to see why Enzo is so fond of you. Real cute. But let's get one thing straight. Your fights are yours alone. I'm only here to watch my handiwork in action. So don't get any bright ideas about coming to me for help. No. You get one thing straight. I'm not the slightest bit interested in the fact that you made these guns. If you get in my way, I will... How do the Americans put it? Oh, yes. Bust a cap in your ass. Right on, baby. Right on. Yay. Ich erklär's mal anders. Die Halos sind unser Geld, wie man sich schon gleich denken kann. Und ja, der nette Rodin, der ganz liebenswerte Kerl, ist unser Shop. Yes. Und da gehen wir jetzt gleich auch mal hin und gucken nach. Wow. Coole Kombo. Na komm. Oh yeah, diese Unterlagen heißen... Halt, die Sachen mit diesem Symbol sind besonders. Wir können auch keine weiteren Waffen kaufen. Wir können Zubehör sind... ja, sekundäre Dinge, die einfach nur neue Sachen auslösen, wie zum Beispiel das hier. Können wir... Drücke eine Richtung des Feindes, der dich angreift. Ja. Haben halt unterschiedliche Effekte. Werde ich mir wahrscheinlich vielleicht eins oder zwei leisten können. Im ganzen LP. Aber bei den Gegenständen sind ein paar Sachen, die ich haben möchte. Unter anderem das hier. Das ist quasi ein, wenn ich das mit Zelda vergleiche, eine Fee. Und ich möchte zwei davon und eine große Heilung. So, und damit sind wir auch schon total blank. Wir können uns hier auch ein HP ab und ein Magie-Upgrade kaufen. Das werden wir wahrscheinlich auch machen später. Wir können Techniken kaufen, da hätte ich vielleicht erst nachgucken sollen. Sprungausweichen ist natürlich geil, Silhouette ist geil. Es gibt ein paar sehr interessante Moves, die ich aber erst zeigen werde, wenn wir sie wirklich brauchen können. Dann hier die Schätze muss man auch alles nach und nach freischalten. Und das war's schon, was wir hier erledigen. Na komm. Was ist das für eine Kombo? Yay. Na komm. Die Hülsen sind aber klein. Okay. Ich glaube, hier könnte man jetzt sogar, wenn man lustig ist, immer wieder reingehen und rausgehen und dann anfangen, hier alles abzufarmen, bis man alles drin hat. Dann hat man aber... Ach ja, das hatte ich auch noch nicht gezeigt. Wenn man in der Luft schießen drückt, dann gleitet man so ganz langsam runter, was manchen Stellen mal ganz praktisch ist. Besonders bei speziellen Sachen im späteren Spielverlauf. So. Wir haben hier nochmal etwas. Und zwar die Kristallhexe und die Kristallweise. Vielleicht später irgendwann mal. Ist hier irgendwas? Man muss hier alles abgucken. Ich habe selbst noch nicht alle Geheimnisse in dem Spiel gefunden. Da oben ist zum Beispiel. Können wir da hoch? Nein, da ist ja nichts. Oder? Nö, da ist nichts. Gut, außer ich kann irgendwie höher springen. Da ist eine unsichtbare Wand. Okay. Ja, das hat das Spiel auch drauf. Unsichtbare Wände. Da bin ich auf irgendwas drauf gelandet.
Da kann ich auch nicht reinspringen. Da bin ich irgendwie an der Wand gekommen. Wie auch immer. Und ich tippe mal, hier unten dürfte es dann losgehen mit einem kleinen Kämpfchen. So wie es auf jeden Fall aussieht hier. Machen wir hier alles kaputt. So, da kriegen wir ganz viel Zeug für. Weil ich hätte gerne ein bisschen was. So, ich hätte mir, glaube ich, doch lieber Techniken kaufen sollen, anstatt hier die Lutscher. Auf jeden Fall nicht so viele Lutscher. Ich kann mir jetzt schon... Na, dann hebe ich mir das jetzt mal auf. Also, na, schauen wir mal. Wird schon alles klappen hier. Oh yeah. Battle und erstmal den gefährlichsten gekickt. Der hat mich natürlich getroffen. Oh. Ah. Hat mir eine Waffe geben, sehr schön. Rums. Na komm her. Kriegst du erstmal voll eins ab. Sehr schön. Gebt mir alle eure Ringe. Na komm her. Auf was hat's denn jetzt geschossen? Engelswaffen. Oh. Cool. Oh hi. Au. Au. Fuck. Ja. Ah ja. Das ist auch eine sehr schöne Technik, um hier viel für die Gegner gleichzeitig Platz zu kriegen. Jetzt macht's. Die haben aber viele Waffen hier, was zur Hölle. Meistens hat man nur so 2-3 Stück. Und das war's. Aber die haben ja jetzt schon hier 4 Stück. Oh cool, ich glaube, den hatte ich noch nicht. Was macht der? Hi du, friss das. Jetzt haben wir die Trompete. Das ist quasi ein Gewehr. Holmes. Und damit ist das Gewehr auch schon verbraten. Na komm her, mein Freund. Und tschüss. Oh, dankeschön. Was das? Oder ist hier noch irgendwo einer? Oh. Da ist noch ein kleiner. Hallo, mein Freund. Ja, okay. Alles in Ordnung. Du hast eine große Waffe, mein Freund. Und du gehst halt durch das Ding durch. Hey, oh, du hast es kaputt gemacht, cool. Hey. Au. Na komm her. Und... Autsch, das hat wehgetan. Nix da. Geh weg. Brems. Na komm her. Die Viecher werden übrigens immer ekliger, je mehr man von ihnen wegmacht und ich hab. Das ist echt heftig. Geh weg. Ich muss mir unbedingt die Luft aus. Das Luftausweichen kaufen. Weil das tut doch schon ganz schön weh.
Geh kaputt. Oh yeah. Der Dragon. Autsch. Yay. Und mit diesem Sieg würde ich mal sagen, das war's für heute mit Let's Play Bayonetta. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.